Die Bamberger Symphoniker sind ein Ausnahmeorchester in jeder Hinsicht. Sie sind ein außergewöhnliches Orchester in einer außergewöhnlichen Stadt. Das einzige große Weltorchester, das nicht in einer Metropole beheimatet ist. Ich bin jetzt, glaube ich, schon über 7 Jahre in diesem Amt. Es ist sehr, sehr viel passiert in dieser Zeit. Wir haben einen neuen Chefdirigenten gesucht und gefunden, Jakub Ruscha, einen der wirklich Shootingstars der internationalen Klassikszene. Für mich ist es eine wunderbare Kombination von Kompetenz und hoher Qualität und Mangel an unangenehmes Ego. Ich glaube, das Leben in Bamberg ist etwas, was dieses Orchester prägt. Wir sind in einer Welterbestadt. Wir leben und atmen in tausendjähriger Geschichte. Und das hört man im Klang dieses Orchesters. Wir leben in einer sehr kleinen Stadt. Das heißt, man trifft sich eigentlich immer, ob beim Einkaufen, beim Sport machen, irgendwie. Und das macht auch den besonderen Charme aus. Jeder gibt sich Mühe, wirklich ein gutes Verhältnis zu den Kollegen zu haben. Man spricht über diesen böhmischen Klang oft. Ja? Wenn wir Musik, die aus Böhmen oder Mähren stammt, spielen, ist das richtig. Wir sind zu Hause. Deswegen muss ich wenig und weniger erklären. Und es ist eher die Sache von Atmen als Analysen. Und das ist ganz schön. Ich denke, dass sich das Orchester am wohlsten fühlt im Bereich der Romantik, eben bei Brahms, Dvorak. Man sieht auch vom Repertoire, dass jeder Chefdirigent natürlich seine Spezialgebiete hat. Und das Orchester kann sich da auch ganz wunderbar drauf einlassen und sich da auch in diesem Repertoire wieder weiterentwickeln. Im Endeffekt ist das Orchester wirklich sehr, sehr vielseitig und flexibel. Aber ich denke, wenn man es wirklich definieren muss, dann würde ich sagen, dass die Romantik doch am besten dem Orchester liegt. Was bedeutet Musik? Was weiß ich, ist, dass wenn Musik fehlt, wenn Musik plötzlich nicht existiert in meinem Leben, dass ich total zerstört bin. Aber gleichzeitig möchte ich sagen, dass ich nicht ein Freund bin von Musik in jeder Minute eines Tages. Ja, das ist auch nicht gut. Musik ist schön in dem, dass sie das übersetzt oder das anbietet, was die Worte nicht können. Eigentlich die Hauptnachricht, die ich geben will, ist, dass ich so froh, so glücklich bin mit dem Orchester, dass ich ohne Sorge über die Zukunft eher die Präsenz genieße. Das ist das Schönste.